Ja, herzlich willkommen hier im Kunstfreunde-Salon. Ich freue mich, Sie heute begrüßen zu dürfen zu einem Vortrag oder einem Gespräch in unserer Reihe Kunstbewusst des Vereins der Freunde des Wahrer-Frischerts-Museums und des Museum Ludwig hier in Köln. Und heute erwartet Sie ein Gespräch, ein Interview zwischen Ruth Beckermann, Filmemacherin und vor allen Dingen Regisseurin des Films Ein flüchtiger Zug nach dem Orient. Und dieser steht heute im Fokus und im Kontext zu der Ausstellung Sisi Privat, die Fotoalben der Kaiserin, kuratiert von der Kuratorin für Fotografie am Museum Ludwig, Miriam Swast. Und ich freue mich sehr, dass wir heute die Möglichkeit haben, hier dieses Gespräch digital eben Ihnen zu ermöglichen. Und im Anschluss werden Sie, oder je nachdem, wann Sie einschalten, können Sie frei dazu den Film von Frau Beckermann anschauen. Jetzt übergebe ich und bedanke mich für die Anwesenheit an Frau Miriam Swast und Ruth Beckermann. Vielen Dank, liebe Frau Zisilski. Ja, vielen Dank, liebe Frau Beckermann, dass wir hier die Möglichkeit haben, mit Ihnen zu sprechen im Kontext der Sisi-Ausstellung. Ihr Film, ich habe es Ihnen gegenüber bereits erwähnt, hat mich sehr begleitet in der Vorbereitung. Ich sah einige Parallelen, nämlich wir haben am Museum Ludwig die Fotosammlung der Kaiserin, die wir hier ausstellen, und insgesamt finden wir sie innerhalb der 2000 Porträtfotografien, die sie sammelte, ich glaube 5-mal. Sie versteckt sich ziemlich in diesen Alben. Und während der einwöchigen bisher Öffnungszeit des Museums, während der Ausstellung, erlebte ich immer wieder die Reaktion, dass sobald der Name fällt, Elisabeth, gerne die Augen aufleuchten, alle ihre Assoziationen haben, ins Museum kommen, sie suchen und dann nicht finden. Und da würde ich gerne direkt starten. Ihr Film, Ein flüchtiger Zug nach dem Orient, trägt nicht mal im Titel den Namen Elisabeths. War Ihr Ausgangspunkt aber sehr wohl Elisabeth oder der Orient? Oder wie kam es zu dieser sehr spannenden Verknüpfung, über die ich gerne mit Ihnen sprechen möchte? Ja, eigentlich war der Ausgangspunkt für mich der Sisi-Film. Mhm. Also Sisi 1, ja. Der erste Teil der Trilogie, der mich der Mädchen meiner Generation, ob sie es später zugeben oder nicht, fasziniert hat als 10-Jährige, 12-Jährige. Also dieser Film, so fragwürdig er ist vom cineastischen Standpunkt aus, hat auf junge Mädchen ja auch heute noch eine große Wirkung. Man weiß, dass dieser Film in Japan, China und so weiter jährlich ausgestrahlt wird in den diversen Sendern. Also für mich war der Ausgangspunkt dieser Film und später das Buch von Brigitte Hamann, die Biografie von Brigitte Hamann, der deutschen Historikerin, die natürlich ein ganz anderes Bild von Elisabeth zeichnet. Und da bin ich drauf gekommen oder da habe ich mich damit beschäftigt, was dieser Film eigentlich aus der Figur macht. Und nicht nur der Film, sondern eine ganze Kitschindustrie in Österreich, in Wien vor allem, aber auch in Ischl und überall, die einfach, wie das ja so oft passiert, mit einer Figur, kaum ist sie tot oder auch schon lebendig, die benutzt für Souvenirs und andere Tourismuszwecke. Hm. Das heißt, Sie haben in den 50ern diese Marischka-Filme gesehen. Sie sagen, Sie waren fasziniert von denen. Was war dann Ihr Elisabeth-Bild im Aufwachsen, wenn Sie sagen, der beeindruckte viele Menschen weltweit? Was an dieser Figur oder wie entstand da in Ihrem Kopf dann diese Elisabeth-Figur, als Sie aufwuchsen? Und was war dann der Bruch, als Sie Brigitte Hamann lasen und sich quasi emanzipierten von diesem Bild? Ja, na gut, ich bin natürlich in Ablehnung dieser ganzen Kitschkultur aufgewachsen. Ja. Mich hat dann fasziniert, wie modern diese Frau war, einerseits, wie unverstanden sie war und vielleicht eine ganz persönliche Sache, die auch mit meinen anderen Filmen zusammenhängt. Ich habe ja einige Filme gemacht über jüdische Schicksale, über
Überlebende, über Flüchtende, über Wandern und so weiter, über Passagen. Und für mich persönlich ist sie auch eine Exilierte. Mhm. Sie hat ja sich an diesem Wiener Hof nie wohlgefühlt. Sie wurde auch von dem vor allem böhmischen Hochadel abgelehnt, weil sie aus einem niederen Adelsgeschlecht stammte. Sie hat ab einem gewissen Zeitpunkt alles abgelehnt, was mit dem Wiener Hof zu tun hatte, und wollte nur noch weg und war so viel sie konnte auf Reisen oder auf Korfu in ihrem Schloss, also nicht am Hof. Mhm. Also so gesehen habe ich sie in meine Familie der Exilierten aufgenommen. Mhm. Das ist mein ganz persönlicher Zugang zu ihr. Was mich fasziniert hat als Filmschaffende, ist ihr Umgang mit dem eigenen Bild und ihr Umgang mit Bildern. Mhm. Also das Sammeln von Carte-Visite-Fotografien, die sie ja ausstellen. Ihre Beschäftigung mit Schönheit, nicht nur der eigenen, sondern mit anderen, vor allem mit schönen Frauen. Sie war ja auch schon fasziniert von Kaiserin Eugenie, mhm, die ja als Pariserin ein anderes Modebewusstsein hatte, als man am Wiener Hof hatte. Und sie war auch, und das ist natürlich für unsere Zeit spannend, unglaublich beschäftigt mit ihrem eigenen Körper und ihrem eigenen Bild. Also in der Hermes-Villa und auch anderswo gibt es ja ein eigenes Turnzimmer. Also Fitness, bevor man das Wort verwendet hat. Sie hat sich warm angezogen und ist auf Hügel hinaufgelaufen, um zu schwitzen. Also Jogging, bevor man das Wort benutzt hat. Unglaubliche Pflege der Haut und so weiter und so weiter. Aber was ich besonders interessant finde, ist, dass sie ihr klar war, dass sie altert. Und dass die Fotografie sie halt auch altern und älter abbiegen kann. Mhm. Das war ihr völlig bewusst. Und darum hat sie, ich glaube, ab dem 30. Lebensjahr beschlossen, sich nicht mehr fotografieren zu lassen, offiziell. Mhm. Und wenn sie unterwegs war, versucht, mit einem Fächer oder Schleier ihr Gesicht möglichst zu verdecken. Oder mit einem Sonnenschirm. Mhm. Das ist so eine spannende so ein spannender Kontrast, finde ich, ne? Dass man sie Sissi nennt, die Filme heißen Sissi, dieses vermeintlich Vertraute mit dieser historischen Figur, man so erlebt im Gespräch mit anderen und gleichzeitig sie eine ist, wie sie schreiben, ne? Oder wie sie sagen, eine Flüchtige, eine, die sich eigentlich eher versteckt, als dass sie sich zeigt, ne? Wie, wenn ich da nachhaken kann, weil Sie gerade beschrieben, Ihr Umgang mit Ihrem eigenen Körper, Sie zeigen ja auch nur ein einziges Foto von Elisabeth in Ihrem Film, ne? Sie ist ja da auch mehr in Textform präsent oder in Berichten anderer als tatsächlich bildlich. Also Sie lassen keine Schauspielerin als Sissi-Double auftreten und durch die Gassen spazieren. Und Sie wählen ein einziges Foto von ihr aus, das Sie immer wieder zeigen. Interessanterweise eines, was in Wien aufgenommen wurde vom Hoffotografen Ludwig Angerer. Eines, also nach meiner Kenntnis auch das einzige, in dem sie lächelt. Das ist eine Reihe, wo sie ein bisschen verschmitzt lächelt und man meint, ihr vielleicht doch ein wenig näher zu kommen. Und zugleich trägt sie diesen auffälligen Mantel, diesen nordafrikanischen, dieses Cape, ne, mit den schwarz-weiß gestreiften, mit den Streifen. Also eine Rolle, die sie da auch spielt und hinter der sie sich versteckt. Würden Sie sagen, sie hat sich selbst auch dann, oder wie war ihr eigener Umgang mit dem Orient, wenn sie dieses Foto gewählt haben? War das was, was sie auch beschäftigt hat? Elisabeth, meinen Sie? Genau, Elisabeths Orientalismus, der ja in einer Tradition spielt. Ihr Vater reiste, ihr Sohn reiste in den Orient. Mhm. Und sie dann eben auch. Ja, ja, also vielleicht sage ich kurz was zu dem Film, damit man ein bisschen versteht, warum ich dieses Foto gewählt habe. Eben dieses Foto, da verkleidet sie sich ja in gewisser Weise, wie Sie sagen, sie trägt diesen burnusartigen Mantel.
Und ich, dieses Foto kommt am Anfang des Films einmal vor, in meiner Hand. Also der Film hat ja auch einen essayistischen Text von mir, der sich durchzieht. Und das Foto kommt am Schluss nochmal vor. Und da gebe ich es, das ist das einzige Gespräch in diesem Film, der sich ja damit auseinandersetzt, kann man überhaupt eine Biografie von jemandem schreiben oder filmen? Und meiner Meinung nach ist eine Biografie was sehr Fragwürdiges. Denn, und ich sage es, glaube ich, auch im Film irgendwie so, kann man einen Menschen wirklich kennen? Im Leben ist das schon schwer. Und jemanden, die tot ist und schon lange vergangen ist, wie kann man sich so einer Person annähern? Und der ganze Film ist eine Annäherung, die auf Fantasien beruht und auf Spuren, die es nicht gibt. Mhm. Also Elisabeth wollte immer nach Amerika reisen. Das hat man ihr nicht erlaubt. Sie hatte der Hof nicht erlaubt. Sie durfte nur in der alten Welt reisen, der sogenannten alten Welt, das heißt Mittelmeer. Und die weitest entferntesten Orte, an die sie gereist ist, war Algerien und Ägypten. Und da ich ja einen Film machen wollte über ihr Gefühl der Fremdheit und ihr Verschwinden oder ihre Flucht, habe ich mich dafür entschieden, den ganzen Film in Ägypten zu drehen. Algerien wäre nicht möglich gewesen aus politischen Gründen. Der Situation damals, als ich den Film gedreht habe, 99, 2000, also habe ich mich entschieden, ich gehe an den Ort, der am weitesten weg ist von Wien, mhm, und wo sie aber doch war. Mhm. Das war der eine Grund. Der andere Grund war natürlich der, dass man in Ägypten oder im sogenannten Orient eher Bilder findet, die mit den Bildern von der Vergangenheit bei uns und von dem Aussehen von Prinzessinnen oder jedenfalls unserer Fantasie von Prinzessinnen kompatibel sind. Also ich wollte Bilder finden, die in gewisser Weise, obwohl natürlich sehr abstrahiert und anders, dieses Bild evozieren von schönen Frauen, die irgendwie besonders, also ich habe ja diese Bräute gefilmt, die besonders gekleidet sind und schön geschminkt sind. Oder auch von der Üppigkeit des Orients. Also ich wollte dieses Gefühl des Orientalismus, das ich dann auch wieder breche und kritisiere im Film natürlich, schon drinnen haben. Und ich denke, dass sie das auch gesucht hat und ihr das gefallen hat, weil man weiß ja, dass sie sich Vorführungen von Schlangenbändigern und Derwischen und so weiter organisieren hat lassen, als sie in Ägypten waren. Also man weiß einiges, was sie dort getan hat. Und das war schon ein Interesse, eine Suche nach dem anderen und nach dem Fremden. Oder nach dem fast dann doch mehr Vertrauten, frage ich mich gerade. Vielleicht nicht da, aber ihr Fremdsein war ihr ja in Wien auch gegeben. Ne? Also, dass sie weder mit ihrem Job, sage ich mal, als Kaiserin, also sie glaubte ja nicht sehr an die Monarchie oder die Zukunft der Monarchie, ihre Religiosität, soweit ich da gelesen habe, der Katholizismus war auch jetzt nicht etwas, was sie sehr verfolgt hätte oder wo sie sehr gläubig gewesen wäre. Also es gibt so viele Dinge in dieser ihr zugeschriebenen Rolle, in der sie absolut fremd war. Und dann reist sie nach Ägypten und reist ja auch nicht unter ihrem Namen, ne? Sondern das erzählen sie ja im Film, ne? Dass sie zwei Pseudonyme quasi, Gräfin Hohenems, glaube ich, ist eines davon, um da als andere Person einzutauchen in diese Menge. Ne? Das ist ja auch interessant, wie sie das schildern und auch so optisch immer wieder mit der Kamera in die Souks gehen und diese Enge durchaus ja auch filmen, von der man weiß, dass sie sie in Wien als hochbedrohlich empfand und panisch fast reagierte, ne? Wenn die Menschen zusammenliefen und sie dort dann tatsächlich eine Freiheit offenbar diese oder eine Zugehörigkeit mit Menschen vielleicht auch leichter zulassen kann? Ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht, aber so wie Sie sagen, sie hat die Anonymität gesucht auf ihren Reisen und auch gefunden,
weil man sie ja dort nicht erkannt hat. Und das war ja dann für mich auch der Grund. Am Schluss des Films gibt es eine Wahrsagerin, ja, eine Handleserin, Wahrsagerin, die auch mit Fotos arbeitet. Mhm. Und ihr habe ich dann dieses Foto gezeigt, das am Anfang des Films vorkommt, eben mit diesem Mantel. Und um einerseits hat es mich interessiert, was sagt eine ägyptische Wahrsagerin zu Kaiserin Elisabeth von Österreich, ohne zu wissen, dass sie das ist natürlich. Und andererseits, um auch die Idee der Biografie ad absurdum zu führen. Mhm. Weil manches, was sie sagt, stimmt durchaus. Die Melancholie etc. etc., was halt so eine Handleserin einem sagt, ja, stimmt immer ein bisschen davon. Und so gesehen stimmt immer ein bisschen von dem, was man über eine Person weiß, aber natürlich nie alles. Mhm. Und ja, das war die Idee. Aber was Sie jetzt gesagt haben über den... Ja, was ich noch sagen wollte zu Ihrer Anmerkung jetzt, ist, dass sie unglaublich kritisch war, was die Monarchie betrifft. Sie hat ja, Gedichte geschrieben, sie hat Heine geliebt, was am österreichischen Hof, glaube ich, ein No-Go war und wahrscheinlich keiner wusste. Sie hat Gedichte geschrieben, die zum Teil sehr kritisch waren und hat, und das hat mich fasziniert, diese Gedichte abschreiben lassen, verstecken lassen, geheim außer Landes bringen lassen und in der Schweiz, in Bern, deponieren lassen. Also sie wollte ihre Schriften in Sicherheit bringen. Ja. Und das finde ich für eine Frau dieser Zeit in dieser Position doch bemerkenswert. Ich weiß nicht, ob andere Kaiserinnen sowas gemacht haben, aber quasi die Schweiz, das sichere, neutrale Banksafe, ja? Und die liegen noch immer dort. Ich war in Bern in der Bibliothek und habe diese Originale lesen können. Österreich hat sich dafür nie interessiert, weil Österreich sich ja nur sehr langsam von dem Kitschbild der alten Sissi lösen kann. Ich glaube, dieses Sissi-Museum ist inzwischen schon besser geworden und bringt auch andere Seiten von ihr. Aber das finde ich sehr interessant, wie sie nicht nur mit ihrem Bild umgegangen ist, sondern auch mit den Dingen, die ihr wichtig waren. Und das waren sichtlich ihre Schriften. Ja, ja. Ich frage mich sehr im Umgang mit diesen Alben, die wir haben, deren Provenienz wir nicht kennen, die aber erst 1978 überhaupt auftauchten auf dem Markt. Und Brigitte Hamann, die Sie erwähnten, ist auch die erste, die darüber einen größeren Text verfasst oder so mehrere kleine Bildbände eigentlich veröffentlicht und sich mit denen befasst hat. Ich frage mich, ob das ähnlich intimes Material für Sie war, was Sie ganz bewusst auch zurückgehalten hat, weil es vergleichbar ist in dem Status, dass es eine Quelle direkt aus ihrer Hand ist, weil es gibt ja nicht viel eigentlich von Elisabeth. Also vieles ist wohl auch noch gar nicht zugänglich für die Wissenschaft, ne? Briefe, die vielleicht noch vorhanden sind. Aber diese Gedichte, die Sie nennen, die zeigen Sie ja wirklich als eine Person, die ja, wie soll ich sagen, komplex ist, melancholisch ist, aber ja auch sehr scharfzüngig sein kann und sarkastisch und böse, auch der intimsten Familie gegenüber, ihrer Tochter Gisela gegenüber. Das ist ja wirklich quasi eine 180-Grad-Wende zu Romy Schneider in den 50er Jahren. Aber Sie sprechen davon oder stellten immer wieder die Frage, ja, wie nah kann man einem Menschen überhaupt kommen? Und gleichzeitig sprechen wir jetzt von diesen Quellen ausgehend darüber, wie sie war, wer sie war. Haben Sie den Eindruck, ist es überhaupt möglich, Aussagen über sie zu treffen? Oder ist auch jeder Dokumentarfilm über Elisabeth im Grunde zum Scheitern verurteilt? Wie erleben Sie das? Mein Film ist sicher kein Dokumentarfilm. Meine Filme sind eher Essays, würde ich sagen, und dieser besonders. Also es ist ein Umkreisen der Figur, mir selber Fragen stellen, mich selber im Orient wahrnehmen, wie man mit mir umgeht, selbst kritisch reflektieren, was ich da jetzt für Bilder mache.
Ja, was heißt das jetzt? Mache ich jetzt den Orientalismus, den alten, oder was tue ich da? Ja? Ja. Also das war eigentlich der Film selber. Mhm. Was ich sehr interessant finde noch auch zu Ihrer Ausstellung und zu dem Katalog, den ich auch sehr interessant fand, was mir gar nicht so bewusst war, ist, weil Sie jetzt sagen, dass Sie, wie Sie mit diesem Bildmaterial umgegangen ist. Also ich würde annehmen, dass Sie vor allem die Schönheitsalben, dass das sehr privates Material war. Also ich glaube, der Hof wäre davon nicht angetan gewesen, Prostituierte, Tänzerinnen etc. im Album der Kaiserin zu finden. Mhm. Sie war selbstbewusst genug, diese Fotos machen zu lassen und sich schicken zu lassen von den Botschaftern weltweit. Mhm. Was ich spannend finde, eben was mir nicht so klar war, ist, dass das natürlich möglich war für Sie, die Reihenfolge immer zu ändern. Das heißt, es ist eigentlich eine Vorform der Filmmontage, die durch die Karte Visitfotografie möglich wurde, weil diese Fotos ja nicht geklebt waren und nicht mit Foto, also leicht wieder rauszunehmen waren aus den Feldern und umzustellen. Mhm. Wir wissen natürlich nicht, ob sie das getan hat, ob das für sie eine Rolle gespielt hat, aber die Fantasie ist für mich schön, mir vorzustellen, dass sie ihren eigenen Film daraus gemacht hat und immer wieder ummontieren konnte, je nach Gefühl für diese Bilder. Ja, das ist wahr, das ist interessant. Und das, dieses ummontieren können ist tatsächlich nur bei den Schönheitenalben der Fall. Die anderen Alben, da hat sie fixiert. Und da hat sie Dinge fixiert, die auch wieder ihr Verstecken eigentlich zeigen. Also wenn sie beispielsweise immer wieder ihre Schwester einsetzt als Double, die dann neben ihrem Mann im Bild festgeklebt wird, wo man eigentlich sie suchen und erwarten würde. Und auch in der Literatur manchmal der Hinweis war, ja, hier haben wir ja ein Bild von Elisabeth mit ihrem Mann in dem Album. Aber wenn man genau hinschaut, ist es eben nicht Elisabeth, sondern die ihr so ähnlich sehende Tochter. Das ist ein interessanter Topos. Mich würde interessieren, wie waren denn die Rezeptionen, wie war die Rezeption auf Ihren Film dann, nachdem der rausgekommen war? Weil es ist natürlich, also 50 Jahre nach Marischka, aber diese Marischka-Filme sind einfach enorm präsent, ne? Ja. Geteilt. Also einerseits ist es der Film von mir, den am wenigsten Leute sich angeschaut haben. Aha. Als er im Kino war, in Wien. Aha. In Österreich, weil sehr viele Leute gesagt haben, entschuldige, ich kann mir das nicht anschauen, ich hasse Sissi. Und auch wenn ich gesagt habe, der Film zeigt sie gar nicht, egal. Also der Film hat die Leute allein wegen der Person, ja, also die Leute, die normalerweise in solche Filme gehen, die sind ja keine Kitsch-Fans und die haben sich sicher gedacht, die ist jetzt verrückt geworden, dass sie einen Film über Sissi macht. Ja. Also den Film haben wenig Leute gesehen damals. Mhm. Andererseits hat auf Festivals ziemliche Begeisterung hervorgerufen. Er war damals auf der Berlinale und hat den Leuten, die ihn dann doch gesehen haben, gut gefallen. Ja. Also würden Sie sagen, das wäre die Leute reinzuholen mit diesem Thema. Aha. Aber wenn Sie von der Berlinale sprechen, also hatten Sie den Eindruck, es war also in Österreich schwieriger, diesen Film oder viele Leute in den Film zu holen und im Ausland war es leichter, fühlten Sie sich verstandener durch den Film? Nein, es war ja in Österreich ein regulärer Kinoeinsatz. Es war was anderes, ob ein Film auf Festivals ist. Ja, ja. Da geht man dann doch rein, weil man sich denkt, vielleicht hat sie doch was ganz anderes aus dem Thema gemacht. Ja? Mhm. Aber hier war dieses Sissi-Bild, das noch immer existiert, viel zu stark. Man kommt dagegen kaum an. Ist das immer noch so? Ja. Ja, bei der Mehrheit der Bevölkerung sicher. Und jetzt war gerade ein Freund von mir aus Berlin da mit zwei Kindern und das kleine Mädchen wollte unbedingt diese Sissi sehen, wo immer man sie findet, in Schönbrunn oder im Sissi-Museum. Also das Kitsch-Sissi-Bild. Das ist klar. Ich glaube, kleine Mädchen brauchen das. Ja, vielleicht auch kleine Jungs, wer weiß. Also ja. Aber Franz Josef ist nicht sehr antörnend.
Also ich meine, kleine Jungs als Frauenbild, oje, oje, oje. Ja. Ja. Was wollte ich sagen? Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Ach so, natürlich. Es sind ja gerade mehrere, also durch die Presse gegangen, dass an verschiedenen Stellen wieder Sissi überarbeitet wird filmisch, also dass Frauke Finsterwalder einen Film plant über Elisabeth, dass Netflix dabei ist, eine Serie vorzubereiten über sie und dass der gemeinsame Nenner ist immer jetzt kommt die feministische Aufarbeitung der Elisabeth von Österreich. Würden Sie, das ist immer eine Frage, die mir die Presse gestellt hat, angesichts dieser Vorbereitung und dieser Pressenotizen zu den Filmen, würden Sie sagen, Elisabeth war eine Feministin, eine emanzipierte Frau? Gibt sie das her? Ist das oder ist das auch eine reine Projektionsfläche, genauso imaginiert wie die 50er Jahre Marischka-Filme? Ich glaube nicht, dass sie eine Feministin in dem Sinn war. Ich bin davon überzeugt, dass sie keine war. Ja. Wenn sie etwas war, dann würde ich eher sagen, sie war so eine Art Tomboy. Sie war ein wildes Mädchen. Mhm. Sie ist ja am Land aufgewachsen. Sie hat rumgetollt mit Hunden und Pferden und Schweinen und was weiß ich was. Und dann wurde sie eine sehr junge Frau, also gerade mal geschlechtsreif, mit 15, 16 Jahren in eine Rolle gezwängt, die ihr überhaupt nicht gefallen hat. Sie wollte sich bewegen. Sie wollte wild sein. Sie war ein wildes Mädchen, ja. Also ich würde da jetzt nichts reininterpretieren wollen an Feminismus. Sie hat sich damit eigentlich, also es gibt meines Wissens nach jetzt keine Quellen, die das belegen würden. Aber ich meine, sie ist eine Projektionsfläche. Ja. Und wenn es jetzt gerade jede historische Figur oder jedes historische Thema dient immer als Projektionsfläche für unsere Zeit. Und jeder historische Film ist eigentlich ein Film über uns, weil er heute gemacht wurde. Und wenn Netflix sich jetzt davon was verspricht, eine Serie über sie zu machen, dann ist sie heute eine Feministin. Ja? Mir gefällt das Bild, das Visconti von ihr da gezeichnet hat, in seinem Ludwig-Film, in diesen schönen Kleidern, in den schönen Farben und wieder mit Romy Schneider. Und ich glaube, Romy Schneider ist eigentlich die einzige, die sie spielen kann. Ich kann mir keine andere Figur ich will gar kein anderes Gesicht sehen, als das Gesicht der Romy Schneider dann in dem Visconti-Film. Ah ja. Wo sie dann doch, also für mich schaut sie da schon fast ähnlich. Ja, ja. Ja, solche Mythenfiguren fast. So, wenn ich ihr Werk überblicke und die Filme, die ich von Ihnen gesehen habe, das ist was, an das Sie sich immer wieder, an dem Sie sich abarbeiten eigentlich, oder? Mythische, historische Figuren zu dekonstruieren, in ihrer Ambivalenz darzustellen, zu entmystifizieren vielleicht. Wäre das eine Aussage, mit der Sie sich identifizieren können und die dann von diesem Film über ihr ganzes Werk aus gerechtfertigt wäre? Nein, eigentlich nicht. Also ich habe ja ganz andere Art von Film und Themen gemacht. Also jenseits des Krieges zum Beispiel über die Erinnerung von Wehrmachtssoldaten, das ist ein ganz straighter Dokumentarfilm. Oder die Suche nach jüdischer Identität der zweiten Generation, also der nach dem Krieg Geborenen, in der Papierenen Brücke, also ein wirklicher Essay-Film, der nach Rumänien führt und nach Osteuropa. Also ich habe verschiedene Themen an historischen Figuren, habe ich eigentlich nur einen zweiten Film gemacht über historische Figuren und das sind die Geträumten über Ingeborg Bachmann und Paul Celan. Da habe ich eine ganz andere Form gewählt, also ein Film über die Korrespondenz der beiden. Und habe sie über zwei junge Menschen, die, also ist quasi ein Hybridfilm, also eine Art Spielfilm, wenn man will, über zwei Menschen dargestellt, die die Briefe der beiden lesen. Und
eine Beziehung, die sich zwischen den beiden, die die Briefe lesen, aufbaut. Also das war eine ganz andere Herangehensweise als an Elisabeth. Ich wüsste jetzt keine zweite mythische Figur, mit der ich mich beschäftigt habe. Das heißt, aber sie ist ja wirklich schon sowas wie eine mythische Figur. Kann man ja über Bachmanns Seelen gar nicht sagen. Sie hat es auch verstanden, sich wirklich unglaublich zu inszenieren und kommt da auch den Diven wie Greta Garbo und anderen sehr nahe. Also zum Beispiel, was ich faszinierend fand, ist im Achilleon, das war ihr Schloss auf Korfu, das sie nach eigenen Plänen bauen ließ. Ich habe mir das auch angeschaut. Da hat sie es, sie war ja dann meistens schwarz gekleidet und hat es dort geschafft oder so inszeniert, dass Besucher zuerst durch über die Treppen und durch dunkle Räume dem Schloss geführt wurden und dann plötzlich auf die riesengroße Steinterrasse kamen, geblendet vom Licht. Eine weiße Terrasse mit weißen Figuren rundum, Statuen. Und mittendrin stand Elisabeth in Schwarz. Ja. Also das ist ein Schwarz-Weiß-Film, wie man sich nicht besser vorstellen kann. Und von ihr inszeniert. Es dürften ihre Ideen gewesen sein, wie sie sich selber einem, es war ersichtlich wichtig, dass jeder Besucher so eine Inszenierung bekommt. Also wie sie sich eben der Welt zeigen wollte. Das ist spannend, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Also sowohl das in den Alben, wie sie Elisabeth schildern, als quasi filmisch Denkende vielleicht, die Abfolgen, Bildabfolgen kreiert und dann eben auch in dem physischen Raum, in dem Archideon, dieses Durchschreiten und diese Lichtregie und das ist wirklich ein spannender Aspekt, an den ich noch nicht gedacht hatte. Obwohl, also bei den Alben ich auch dieses Bild des Raumes gerne verwendet habe, weil es ein sozialer Raum letztlich ist, den sie da neu schafft, also Menschen zusammen nebeneinander stellt, die sonst in der Realität nie beisammen gestanden hätten, also Adel und Bohème oder auch bis zu Prostituierten, die da zum Teil zu sehen sind. Wäre interessant, einmal die Collagen zu untersuchen. Ja. Weil sie ja die Bilder, die wir haben von ihr mit Franz Josef, ja, sieht man, ist sie ja weiterhin jung und er wird immer älter. Ja. Sie ist ja nicht sie. Das sind alte Fotos von ihr, also Jugendfotos von ihr, kollagiert über das Foto, auf dem sie neben Franz Josef steht, der immer älter wird. Ja. Ja. Ja, mal interessant, sich die genauer anzuschauen, wie die zustande kamen, diese Collagen. Ja. Weil die technisch ja ziemlich gut sind. Ja, ja. Das Einzige, was es gab offensichtlich, ja. Das wäre interessant und ich sprach auch gerade mit jemandem, der in Österreich sich Negative angeschaut hat von Aufnahmen von ihr. Beispielsweise, man sieht es in ihrem Film auch kurz, als sie am Anfang mit dem im Zug sitzen, mit dem Angerer-Film Foto in der Hand und unter ihm liegt ein aufgeschlagenes Buch und da sieht man so ein bisschen Elisabeth auf dem Pferd mit dem Fächer. Also wenn man das Bild kennt, weiß man, das liegt dahinter, doppelt versteckt. Und der hat auf den Negativen beispielsweise dort auch erkennen können, dass die Taille auch nochmal schlanker gemacht wurde im Negativ, noch schlanker, als sie in Wirklichkeit war. Also diese Bildmanipulation, die mit ihr betrieben wurde, die sie aber auch selbst eben ganz aktiv betrieben hat, die ist wirklich sehr beachtenswert eigentlich, weil es eine Medienbewusstsein zeigt, dass nicht allen gegeben war in dieser Zeit. Das ist ja noch ein relativ junges Medium. Sie wurde geboren quasi zeitgleich mit der Fotografie, 1837 Elisabeth und 1839 die Fotografie. Aber mit Filmen, Sie erwähnen das in Ihrem Film oder in einem Interview, da kennen Sie oder wissen Sie nicht, ob Elisabeth je Filme gesehen hat gegen Ende ihres Lebens oder diese Entwicklung der Kinotechnik in irgendeiner Weise verfolgt hat. Wissen Sie dazu etwas? Ja. Nee, sie starb ja quasi mit dem Kino. Ja. Also 1895 Kino und Film und 1898 starb sie.
die Brüder Lumière waren Brüder Lumière waren relativ bald auch in Wien. Man weiß, dass es gibt sogar eine Filmaufnahme. Man weiß, dass Kaiser Franz Josef in diesem ersten Kino war. Ah, ja. Man weiß aber nicht, ob sie da mit war. Ah, ja. Oder wo sie da gerade war. Jedenfalls kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie das interessiert hat. Dass sie sich ja so, eben wie Sie sagen, für Medien interessiert hat, also für die Fotografie in dem Fall. Also wirklich das Medium ihrer Zeit. Noch dazu an einem Hof, der nicht gerade der avantgardistischste war. Also in Frankreich war man ja viel weiter und viel aufgeschlossener in gewisser Weise. Also in am Wiener Hof ging es ja wirklich nur um Tanz und Gesang. Also dass sie sich dafür interessiert hat, dass sie Fotos retuschieren ließ vielleicht, wie Sie sagen, und montiert und gesammelt hat, das finde ich schon sehr spannend. Das wäre mal interessant, darüber eine eigene Arbeit zu machen. Ne? Auf jeden Fall. Ja, offensichtlich ist das Interesse an ihr ungebremst. Die Forschung nimmt zu, das finde ich sehr spannend. Auch die Forschung eben außerhalb des deutschsprachigen Raumes. Das hat mich überrascht in der Vorbereitung, wie viel da getan wird, in den USA auch. Was ein anderer Blick da auch nochmal geübt wird auf Elisabeth. Die Rezeption in China, Sie erwähnten das, und Japan war mir auch ganz neu. Also da ist, glaube ich, noch einiges zu erwarten natürlich. Und wie Sie sagen, das ist jede Zeit, erschafft sich ihre eigene Elisabeth letztlich. Ne? Aber ich hoffe, dass solche Elisabeth-Bilder, wie Sie sie in Ihrem Film schaffen, als Frau, Sie zitieren ja auch diese Brigitte Hamann nennt es ihre Unabhängigkeitserklärung vom Hof von Franz Josef, dass sie sich frei macht, zu reisen und eigene Entscheidungen zu treffen, ihr Umfeld zu wählen. Ich hoffe, dass diese Bilder immer stärker und größer werden, trotzdem neben Ernst Marischka, und die Mädchen, die heute aufwachsen, dann vielleicht noch mehr mit denen aufwachsen als mit der Prinzessin, die mit 15 verheiratet wird und wie sie in ihrem Text so schön schreiben, so eingebiedert da über die Leinwand schreitet. Ja. Danke. Gut. Liebe Frau Beckermann, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, für dieses Gespräch, für die Möglichkeit, mit Ihnen nochmal über Elisabeth und Ihren Film zu sprechen, den ich sehr froh bin, dass wir ihn jetzt auch hier nochmal in diesem Kontext zeigen können, und auch, dass die Freunde das jetzt möglich machen, dass der tatsächlich den ganzen Dezember über abrufbar ist, sodass viele, gerade jetzt, wo Marischka dann natürlich wieder im Fernsehen läuft, sich da ein Gegenbild aufbauen können und vertraut machen können mit Ein flüchtiger Zug nach dem Orient, der, wie gesagt, also bis ich finde, der ist so fein und so vielschichtig, dass auch nach viermal Schauen da noch so viel zu entdecken ist. Also meine herzliche Empfehlung und mein großer Dank an Sie, liebe Frau Beckermann. Ich danke Ihnen, und ich hoffe, dass der Film in halbwegs guter Qualität auf dem kleinen Schirm rüberkommen wird. Ja. Alles Gute für Sie und die Ausstellung. Danke. Alles Gute Ihnen. Wiedersehen. Vielen Dank Ihnen. Und eine gute und gesunde Zeit. Und allen, die jetzt einschalten und sich den Film und dieses Interview mit Ruth Beckermann anschauen und Miriam Swast, ganz viel Freude und ganz offene Augen. Und ja, ein Kontrastprogramm vielleicht zu den Weihnachtsfilmen auch. Ganz, ganz herzlichen Dank und viele Grüße nach Wien und auf bald. Hoffentlich dann live 2021 mit Ihnen, Frau Beckermann. Tschüss.